Wessische? Gammelwasse. Richtig ekelhaft. Widerlich seid ihr. Der sieht mit dem Scheiß aus hier. So, den haben wir schon mal. Müssen wir nur noch aufräumen. Bücher. Scheißdreck. Arbeitet hier noch jemand? Die Uhrzeit? Weiß es mir nicht. Ja. Diesmal falle ich nicht auf das Fenster rein. Wenn ich mal kurz an den Tresor ran dürfte. Ich muss da mal was abhören. Aha, ja. Knick, knack, klick, klack. Knick, schnack. Tick, tack. Boah. Ist auch nicht so überzeugend, aber... Ist wieder über ein Hampelmann draußen vor der Tür. Guck mal, was ich Neues habe. Habe ich mir gekauft? Nee, habe ich mir nicht gekauft. Habe ich einfach mir schwer verdient. Ah, gerade wollte ich sagen, wenn ihr was wollt, kommt hoch und da kommt er auch schon. Ich habe hier was Neues. Ich habe jetzt frisch aufgeladen. Guck mal. Ich nenne ihn den Zippelzappelstab. Zippelzappelstab. I made a little bonus with my Zibbelzappelstab. So, den wollte ich machen. Den mache ich jetzt gleich, bevor ich es wieder vergesse. Oh yes, oh yeah, yeah, right now. Ah, hier. That's for you, the Zibbelzappelstab. Look at this Zibbelzappelstab. Du sollst Zibbelzappeln. Nicht belohnend. Für jemanden, der im Besitz eines Vierer Zippelzappelstabs ist, ist das eher lächerlich. Und ich bin so jemand. Ich bin so ein Mensch, der im Besitz eines Vierer Zippelzappelstabs ist. Deswegen beeindruckt mich das nicht. Vierer Speer ist jetzt auch nicht das, was mich irgendwie von den Socken haut. So. Wo ist der Geier? Scheiße aus der Medizin. Das ist genau das, was ich brauche jetzt. Scheißhaus. Und Medizin. Und ein Scheißhaus. Und Medizin. Scheiße, ja, sehr gut. Ja, sehr gut. So, da ist noch irgendwo einer, der ist aber, wie es aussieht, unter mir. Ne, der liegt da rum. Hey, jo, guck dir das an. Es ist mein Zappelstab. Das ist das Nachbarhaus und es hat eine Halfpipe. Das Nachbarhaus ist quasi die Halfpipe. Das hat nichts mit mir zu tun gerade. Sieht witzig aus, hat aber nichts mit mir zu tun. Ich habe immer noch nicht fertig gesäubert, also gehen wir weiter. Es fehlt auch sowieso noch der Superhammer Mega-Loot. Da sieht es nach gutem Loot aus. Quiet, please. Thank you.
Who wants to die? Elektrisch. Spider. Du bist hässlich. Ich mag dich nicht. Das ist so gemein, an der Stelle einfach zu ruggeln. Das ist nicht in Ordnung. Alter, das ist eine Vitamine. Ah, das ist eine Vitamine und Naschen. Ich brauche doch die blauen Pillen. Ja, kotzt ruhig gegen die Scheibe. Das ist okay für mich. Und genau für sowas brauchen wir halt eben eine Pistole. Kannst nichts machen. So. Mehr Vitamine. Auch spannend. Was ist das hier? Naja. So, einer wieder. Na, sieh ich kurz vorm Ende. Na, sieh ich kurz vorm Ende. Na, sieh ich kurz vorm Ende. Ein Schatz. Ein Schätzlein! Das ist ja gut, dass wir das gerade geskillt haben. Ein Jagdgewehr. Ein Fünfer Jagdgewehr. Und wir reden hier von einem verschissenen Fünfer Jagdgewehr, ne? Also nicht jetzt so ein geiles, also ein verschissenes. Ne, ein Fünfer. Jagdgewehr. Ist dir klar, was das bedeutet? Das bedeutet, dass wir jetzt ein Fünfer Jagdgewehr haben. Und zwar ein echtes. A real. Nicht so ein Schnickschnack-Fünfer-Jagdgewehr, sondern so ein. Jetzt hau ich dir mal richtig aufs Maul, Fünfer-Jagdgewehr. So. So, nur noch den einen Kartoffelkopf, der sich mir hier irgendwie entzogen hat. Der ist unter mir. Wieso ist der unter mir? Ja, ist egal, habe ich Zeit für. Immer. Einfach mal einen 5000er Boden zerkloppen. Warum nicht? Dabei, bevor ich jetzt kreuzig wieder da unten diese Gänge durchrenne und nicht verstehe, wo dieser Hanselmann ist, hau ich auch lieber hier einfach mal den Boden kaputt.
Schadet ja nichts. Wir sind ja auch trainiert und so, ne? Kriegen was habe ich hier eigentlich? Was ist denn das? Kann ich da was machen? Eine tiefe Schnittwunde. Verbandskasten im nächsten Trichter. Verbandskasten, ja. Der ist 3 Meter unter mir. Das kann also soweit nicht sein. Hat das Ding hier keinen doppelten Boden oder so? Das wäre auch asozial. Ich hab jetzt Wochenende. Heute mal wieder keine Aufnahme an einem Freitag, sondern auch wieder erst am Samstagnachmittag. Das ist nice, ich erinnere mich null an diese Ecke hier. Diesen fetten Generator. Hier bin ich. Aber das Ding kann nichts, oder? Nö. Soll nicht was passiert, wenn ich versuche, den auseinanderzunehmen. Ah, ist ein fettes Teil. Da ist echt nur Eisen drin. Oh, es ist Nacht. Es ist Nacht. Da kann ich dem Händler ja gar nicht sagen. Da kann ich mir das Zeug gar nicht zurückgeben jetzt. Na, macht der Händler ja schon Bubu. Ah, da kommt echt nur Eisen raus. Da legt mich doch, Alter, richtig keinen Bock drauf. Nicht sehr belohnend. Okay, ich gehe außen rum. Ist ja in Ordnung. Theoretisch hier reinfallen, ja. Das machen sie auch. Das ist auch ein witziges Spiel. Dann guck mal alle her. Ich quer soweit. Also ich bin hier unten. Hallo. Ihr müsst... Ja, sehr gut. Next one. Ich höre euch, ihr seid noch da oben. Ja, Richtung ist gut. Ja. Ihr müsst hier in diesen kleinen Schacht und dann hier runter. Ja, ja. Nee. Nee, komm. Also. Hier unten, hallo. Ob ihr dumm seid. Oh, Kleber. Ja, er ist dumm. Ja, ich habe Hunger und Durst und geht's nicht gut. Ich
So, haben wir es jetzt, ja? Sind wir jetzt alle glücklich? Depper. So, jetzt ist mitten in der Nacht. Wir können jetzt mal gucken, ob wir den Airdrop noch einsammeln, je nachdem, ob wir ihn finden. Und dann, weiß ich nicht, heimfahren. Ja. Hätte man sich ein bisschen früher entscheiden müssen. Hallo Wolf. Gestern einen ganz witzigen Abend gehabt beim Pippin. Alle da gewesen. Koli war da, Adler war da, Henne war da. Das ist ja quasi schon alle, weil Kichi ist immer im Ausland und mit Timo ist eh nicht mehr zu rechnen. Ja, ein bisschen. War lustig, aber macht ein bisschen fertig. Ja, also ein bisschen. Minimalen Verkaderungsansatz. Deswegen bin ich heute ein bisschen ruhiger. Geht aber eigentlich. Also bin ein bisschen müde, aber ich denke, ich komme klar. Boah, es ist ein bisschen langsam machen, denn es ist sackendunkel hier. Es ist ja richtig dunkel hier. Nicht, dass ich hier plötzlich in irgendwelche. Okay, es ist schon wieder Mistwetter. Dass ich in irgendwelche Abgründe fahre oder so. Oh, Abgründe. Spannend. Wir fahren heim, wir haben sowieso schon wieder das Inventar gnadenlos voll. Irgendein Kram. Dann können wir mal eine Runde ausleeren gehen und dann fahren wir zum Händler zurück und geben noch hier den Scheiß ab. Was haben wir denn für Uhrzeit? Ach, ist schon wieder gleich auch wieder Folgenende. Passiert nicht viel heute. Irgendwie. Kommen wir heute nicht viel voran. Eigentlich müssten wir den nächsten Tag mal auch wieder ein bisschen nutzen. Ja, ist ja gut. Naja, aber die letzte. Letzte Aufnahme ist echt mal wieder ganz spannend. Es fehlt so ein bisschen. Ausgewogener Baum. Weil ich weiß gar nicht. Ja, das, wir müssen, glaube ich, schon mal wieder was bauen, auch so richtig. Das habe ich nicht gesehen, Entschuldigung. Habe ich halt echt nicht gesehen, den ich da habe.